Ich habe mich auf der Böhringer Ingelheim Homepage, auf der Talentsuche-Plattform online registriert. Und nach ein paar Aufgaben, die ich lösen musste, hat mich dann die HR-Abteilung kontaktiert und wir haben dann ein Bewerbungsgespräch terminiert. Ich war auf der Jobsuche, ich wollte neue Möglichkeiten finden und habe halt die Ausschreibung für Böhringer Ingelheim Analyst bzw. Advanced Analyst in der Zellkulturanlage Mikrobiologie gefunden, habe mich hierfür beworben. Mein Bewerbungsprozess hat sich so gestaltet, dass ich gerade draußen am Spazieren war, habe auf einmal auf LinkedIn von einem Researcher von der HR von Böhringer Ingelheim eine Nachricht bekommen mit einer sehr interessanten Stellenausschreibung. Die hat mir dann sofort zugesagt und wir haben dann sofort einen Termin, also ein Telefonat vereinbart. Das ist dann sehr gut gelaufen und wir haben gleich zwei Wochen später ein persönliches Meeting vereinbart. I don't think that I really prepared anything. You have to be yourself, right? I was invited to come to the company for the interview, and I gave a presentation to the research department. I talked about my previous studies, and I got a very good impression because people were very interested and asked a lot of questions. Ich habe mir die Firmengeschichte angeschaut, ich habe mir Produkte angeschaut, die hier produziert werden, aber vorwiegend war es mehr eine Frage des, wie fühle ich mich, bin ich dafür bereit? Auf der Böhringer Ingelheim Webseite findet man alle Informationen, die man zum Unternehmen braucht. Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, sich hier vorab Informationen zu beschaffen und ansonsten muss man einfach nur guten Gewissen und ruhig zum Bewerbungsgespräch kommen und man ist hier sehr gut aufgehoben und muss sich da keine großen Sorgen machen. Was das Onboarding bei Böhringer Ingelheim betrifft, das ist ein zweitägiges Event und dabei wird das Unternehmen vorgestellt, dabei werden die Produkte vorgestellt, verschiedene Bereiche werden vorgestellt von verschiedenen Mitarbeitern. Waren eigentlich eine sehr schöne Zeit, wo man halt über Böhringer Ingelheim vieles gelernt hat, wo man in den Böhringer Ingelheim Unternehmenskultur und Tradition eingebunden worden ist und einfach mit den offenen Armen aufgenommen worden ist. Ich würde allen Bewerbern empfehlen, ihr LinkedIn- und Xing-Profil aktuell zu halten, weil bei mir persönlich das super funktioniert hat und ich dadurch meinen Traumjob bekommen habe.